Wie lange wird es dauern, bis du ganz bewusst deine Entscheidung triffst? Bevor dieses Jahr zu Ende geht, möchte ich dir noch eine sehr wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses Finanzielle Freiheit, der dir, wenn du ihn machst, helfen wird, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit zu erreichen. Hier ist die Geschichte. Ein Mann geht einen Weg entlang und er findet ein Ei, ein Adlerei. Er nimmt das Ei und legt es aber dann in das Nest seiner Henne. Bald schlüpft der Adler dann raus und wächst auf mit den anderen Küken von der Henne. Und sein ganzes Leben tat dann dieser Adler, was Hühner taten. Er pickte da so im Dreck herum, er scharrte, er suchte nach Würmern, Insekten, die er fressen konnte. Dann flog er auch mal so ein paar Meter in der Luft wie die Hühner, flatterte mit seinen Flügeln und nichts änderte sich. Er lebte sein ganzes Leben wie ein Huhn. Und mit der Zeit wurde der Adler sehr alt. Und als er so sehr alt ist, da sieht er einen Schatten auf dem Boden. Er guckt, was wirft denn da diesen Schatten? Und dann guckt er nach oben und dann sieht er etwas majestätisch durch die Wolken gleiten. Und dann fragt er, was ist das denn? Oh, das, sagt ein Huhn, ja, das ist der Adler. Das ist der König der Lüfte. Es ist der Herr der Lüfte. Aber weißt du, sagt das Huhn weiter, wir gehören da nicht hin. Wir gehören auf den Boden, denn wir sind Hühner, nur Hühner. Mach dir keine Sorgen um den, denk gar nicht weiter drüber nach. Das, was der kann, das kannst du nie und so wirst du auch nie sein. Der Adler gab sich damit zufrieden, was er da hörte, und er lebte weiter wie ein Huhn und er starb auch wie ein Huhn. Denn er hatte ja gedacht, er sei ein Huhn. Vielleicht kennst du die Geschichte. Was ich dir sagen möchte, vielleicht ist für dich im neuen Jahr die Zeit gekommen, zu fliegen. Du weißt, ob du dorthin gehörst, wo du gerade bist, oder ob du zu viel mehr in der Lage bist, als du gerade tust. Zu vielen Menschen muss ich immer wieder sagen, du lebst als Huhn, obwohl du als Adler geboren wurdest. Nun stellt sich die Frage, wie lange wird es dauern, bis du ganz bewusst deine Entscheidung triffst, wenn du sie nicht schon getroffen hast? Bis du wirklich etwas veränderst und Mut und Charakter zeigst? Weißt du, das Wort Charakter ist lustig. Du weißt, Charakter ist die Fähigkeit, eine Lösung durchzuführen, lange nachdem die Aufregung des Augenblicks vergangen ist. Ich sage das nochmal. Charakter bedeutet, dass du etwas tun kannst, nachdem die Aufregung, die erste Aufregung vergangen ist. Ich sage es nochmal, den komplizierten Satz. Charakter ist die Fähigkeit, eine Lösung durchzuführen, lange nachdem die Aufregung des Augenblicks vergangen ist. Willst du etwas verändern? Hast du wirklich große Vorsätze? Die meisten Menschen machen Folgendes. Sie starten ganz motiviert ins neue Jahr und machen bereits nach nur 2 Wochen wieder alles genauso wie vorher. Vielleicht sagst du, du möchtest ein bisschen abnehmen, in Form kommen, oder ein Geschäft auf die Beine stellen, mehr Zeit mit deinen Liebsten verbringen. Und dann drehen sich viele Menschen um und werfen die gesamten Vorsätze auf den Boden und gehen dann einfach den alten Weg. Trinken wieder Alkohol, fressen irgendeinen Mist. Oder anders ausgedrückt, sie leben dann weit unter ihren Möglichkeiten. Ich sage dir, lebe nicht unter deinen Möglichkeiten. Denn dann begehst du den größten Fehler, den du für dich begehen kannst. Wenn du weiterhin unter dem bleibst, was du erreichen kannst, ich weiß ja nicht, ob es bei dir so ist, du weißt das. Wenn du nicht danach strebst, der Beste zu werden, der du sein kannst, wenn du im Grunde genommen dann ein Huhn bleibst, anstatt den Adler in dir herauszulassen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Ikarus kennst oder ob du dich an sie erinnerst. Viele Leute wissen in etwa, dass Ikarus dieser Typ war, der sich aus Federn und Wachs Flügel gebaut hat. Und mit diesen Flügeln konnte er dann fliegen. Aber sein Vater warnte ihn. Er sagt, mein Sohn, fliege nicht zu hoch, sonst wird die Sonne deine Flügel schmelzen. Der Sohn hat nicht gehört. Und was ist passiert? War es die Arroganz vom Ikarus, die ihn dazu brachte, zu hoch zu fliegen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Sonne schmolz seine Flügel, also das Wachs schmolz, die Federn fielen raus. Und bumm, fiel Ikarus wie ein Stein auf den Boden und war tot.
Das ist aber nicht alles aus der Geschichte. Denn etwas, was die wenigsten Menschen wissen, ist, Ikarus Vater warnte ihn nicht nur zu hoch zu fliegen, sondern er warnte ihn auch zu tief zu fliegen. Er sagte, fliege nicht zu nahe am Meer, sonst wird dein Gewicht dazu führen, dass du ins Wasser fällst. Siehst du, wir bekommen immer beigebracht, wie man sich zurücknimmt, wie man nicht zu übermütig wird. Aber wir bekommen nicht beigebracht, wie wir groß denken, wie wir an uns selbst glauben. Es wird gesagt, die größte Tragödie im Leben besteht nicht darin, dass Menschen zu hoch zielen und dann verfehlen, sondern dass sie zu niedrig zielen und dann tatsächlich treffen. Ich sehe viele Menschen auf Facebook, auf Instagram, die über die Friendzone sprechen. Ja, die dann lachen, haha, der ist in der Friendzone. Aber ich sehe nicht viele Leute, die Witze über eine andere Zone machen, nämlich die Comfortzone, die Komfortzone. Darum geht es denen nämlich nicht. Darüber machen sie keine Witze. Und weißt du warum? Weil unzählige Menschen genau da drin sind. Obwohl sie Adler sind, leben sie wie Hühner. Aber in diesem neuen Jahr gehen wir raus aus unserer Komfortzone. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Und ich wünsche dir, dass es auch dein Vorsatz ist. Vergiss die sogenannten alten Neujahresvorsätze und mache lieber ein neues Lebenvorsatz, um vollständig und authentisch du selbst zu sein. Ich weiß nicht, was du für einen Traum hast, aber ich kann dir garantieren, da ist gerade jemand im Krankenhaus und der bittet Gott darum, die Möglichkeiten zu haben, die du gerade hast. Ich bitte dich, lass dein Pulver nicht verrotten. Es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, vom Mittelmaß in die Champions League zu kommen. Es ist Zeit, von ausgezählt werden zu ich zähle auf dich zu kommen. Wie schön, wenn wir das zu einem Menschen sagen können. Ich kann auf dich zählen. Es ist Zeit, so zu fliegen wie der Adler, der du wirklich bist. Der will schon mit den Hühnern gackern. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Werde der Beste, der du sein kannst. Dein Bodo.